Liebe Leute, ihr seht ja nicht das erste Video von der CMT 2023 beim Camper Tobi und ich habe es wirklich. Ich sage das nicht mehr oft, weil ich die meisten Marken vorgestellt habe, aber es ist mir echt eine Freude, diesen Wunsch zu erfüllen. Und den habe ich nicht nur einmal bekommen in der Vergangenheit. Ich bin das erste Mal bei Dopfer. Und gestern habe ich gesagt, bitte, bitte, ich muss einmal so einen kurzen Teaser machen mit euren Fahrzeugen. Und da steht der Dopfer Junior. Darf genau, man das so richtig sagen? Ich bin ja auch der Junior. Servus, grüß dich. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Und ich bin hier in der, ich sage es immer ungern, Premium-Halle, weil das setzt das Ganze immer so in ein Level, den man ja selber entscheiden muss. Aber ich weiß, richtig, dass ihr Premium baut. Das stimmt, ja. Wie lange gibt es euch? Bei uns gibt es jetzt seit gut 30 Jahren. Wow. Mein Vater hat den Betrieb angefangen, im Prinzip mit dem Ausbau von seinem eigenen VW-Bus. So geht es meistens los, ja. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Wir bauen schon seit jeher mit Echtholz. Ja. Ist uns sehr wichtig, um einfach auch die hohe Stabilität von den Fahrzeugen zu gewährleisten. Sind dann über Kastenwagen, Individualausbau und so weiter. Im Endeffekt jetzt nach 30 Jahren angelangt, dass wir sagen, wir haben unsere 7 Modelle, bauen hauptsächlich Alkovenmobile, mit hochwertigen GFK-Kabinen, sprich gute Isolation, hohe Stabilität für Reisen auf der ganzen Welt. Winterfest braucht man nicht reden, ist ganz sowieso klar. Sowieso, genau. Gute Isolierung, die ganze Elektronik, Tanks und so weiter, alle im doppelten Boden verbaut, komplett beheizt natürlich. Nur auf Mercedes? Blöde Frage, Zwischenfrage von mir? Oder? Nein, auch auf Iveco Daily zum Beispiel. Okay, wichtig, ja. Hat sich in letzter Zeit einfach so ergeben, dass wir uns auf dem Mercedes Sprinter, egal ob Heckantrieb oder Allradantrieb, und auf dem Iveco Daily im Prinzip spezialisiert haben. Und auch die Nachfrage nach anderen Basisfahrzeugen sehr zurückgegangen ist. Ja, ist richtig. Und ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das schadet nicht. Viele verzetteln sich in einer Modellpolitik, die man als Normalsterblicher gar nicht mehr nachvollziehen kann. Richtig, und dann leidet immer irgendwas. Ja. Und die Kenner kennen euch. Blödes Wort oder Wortspiel, aber es ist so. Dopfer ist bekannt. Auch mir, ich bin 28 Jahre in der Branche, habe immer Volumen verkauft. Aber der Dopfer ist eine Nummer. Mit meinem Bayerisch, ich darf es ja auch sagen, ich darf ja übertreiben, ich darf ja loben, weil ich bin ein Schaufenster und ich darf alles schön finden und ihr dürft dann selber entscheiden, was euch gefällt. Ein Traumjob. Schieben wir mal los, ich sehe Zwilling. Genau, sind die meisten Fahrzeuge sind auf Zwillingsbereifung oder eigentlich alle auf Zwillingsbereifung, weil wir einfach die Tonnage brauchen. Ich sag mal, wir sind im Bereich unterwegs zwischen 5,5 und 7 Tonnen. Und haben im Prinzip Längen zwischen 6,60 Meter und 7,50 Meter. Mhm. Also alles so in der, sag ich mal, in der mittleren Größe in dem Bereich. Ich war auf der Homepage und die ist sehr ausführlich, da kann man genau sehen, was ihr habt. Richtig, genau. Die ist natürlich unten in der Videobeschreibung dann später drin. Ja, sehr klar. Ich fange jetzt eigentlich ganz ungern mit der Heckgarage an, weil das entwürdigt das fast, weil es ist ja nur eine Heckgarage, die ihr natürlich schön macht, aber gehen wir gleich mal rein, oder? Ich gehe mal vor, nehme die Zuschauer mit. So, da gehst du natürlich ein Stück rauf, weil ihr habt so einen thermisch-technischen Doppelboden drin, oder schätze mal, wo ihr alles verlegt. Aha, ich drehe mich absichtlich noch nicht um in Richtung der Hecksitzgruppe, damit wir mal vorn anfangen. Das ist geräumig. Wie lang ist denn der? Der hat jetzt außen 7 Meter. Mhm. Wir haben einen Wohnraum von ungefähr 4,40 Meter. Ja. Wir haben ja verschiedene Modelle. Das Ganze ging ja los mit unserem 402A. Mhm. Ich sag mal, vom Grundprinzip hier haben wir hier auch einen 402A, der um 40 cm verlängert worden ist. Einfach um ein größeres Bad zu schaffen und einfach nochmal mehr Stauraum. Ich liebe es, weil da hast du halt im Winter echt den riesen Vorteil, auch mit Schott, egal, du hast eine Dämmung nach vorne, hast einen schönen warmen Wohnraum, du hast weniger Gas- oder Dieselverbrauch, je nachdem. Und dann bist du weg. Du hast eine Dreizimmerwohnung getrennt durchs Bad und musst du nicht irgendwie, weißt du, genau, ihr wisst das auch draußen, was der Tobi meint. Okay, ich stehe hier sowieso. Ich kann ja mal winken. Also hier mit der 97,5 und geht schon was. Auch für die Großen gebaut. Schön. Ihr seid flexibel, was Holz und Stoffe oder Leder oder wie auch immer angeht. Wir haben im Prinzip alle verfügbaren Holzarten. Die Hauptholzarten bei uns sind, wie man es hier sieht, die Eiche, haben oft die Erle und eben Ahorn. Mhm. Das Ganze wird bei uns alles selber produziert.
Wir kriegen die rohen Platten, machen den kompletten Möbelbau selber. Die ganzen Möbel werden dann mit Naturöl geölt. Das heißt, hier ist nichts lackiert oder dergleichen. Sehr gut, wichtig. Schichtstoffe natürlich verschiedene, wo man sich dann auch aussuchen kann. Polster sowieso, hat jeder einen anderen Geschmack. Ist so. Kann man im Prinzip nicht wirklich festlegen. Kann man nicht, na, aber habt ihr auch flexibel aufgestellt. Ihr seid ja Kleinserienhersteller. Wir sind ganz klein, wir bauen zwischen 15 und 20 Fahrzeuge im Jahr. Aber dafür gescheit. Das ist mir oft lieber. Also, pst, ich habe nichts gesagt, gell? Liebe Leute, weil ich bin ja so Volumenhersteller-Filmer und ich liebe es, um Gottes Willen. Man muss natürlich auch für ein Kleinserienfahrzeug, für ein Manufakturfahrzeug immer ein paar Euro mehr ausgeben. Dafür das ist stimmt. Die Qualität halt auch anders. Das ist so. Genau. Da haben wir Treppball drin, da kann man zumachen. Ihr seht es hier, da, mit zwei Flügeln, schön. Fahrerhaus komplett abgetrennt, ja. Weil eigentlich nur zum Fahren da. Auch einfach um im Winter oder auch natürlich im Sommer, wenn es sehr warm ist, klar. Die Hitze oder die Kälte draußen zu halten. Ja. Wir haben im Fahrzeug eine alte Warmwasserheizung, die verbauen wir in alle Fahrzeuge. Habe ich auch, ich liebe die alte. Einmal alte, immer alte, sage ich. Es ist so. Haben deswegen auch in jedem Fahrzeug einen Gastank verbaut, um einfach die Gasversorgung zu gewährleisten. Ja. Bekommt man auch mittlerweile überall, kann ich überall tanken. Genau. Wie man jetzt gerade sieht, hey Grundsitzgruppe, sehr beliebt. Im Prinzip fast alle unsere Modelle haben hey Grundsitzgruppe. Schafft einfach ein sehr gemütliches Ambiente. Man merkt ja die Isolierung, obwohl die Tür offen ist, wenn wir sprechen miteinander. Ich sage immer zu den Zuschauern, wenn ihr auf so Messen seid, und ich mache jede Messe, fast jede, geht mal rein, macht möglichst nur die Tür zu und dann merkt ihr schon, wo ihr drin seid. Ihr hört die Qualität. Erstens die Isolierung hier in der Kabine und zweitens natürlich auch der Teppich an der Wand und an der Decke, der das Ganze auch nochmal zusätzlich dämmt und der natürlich ein viel wohnlicheres Gefühl vermittelt, wie wenn ich das blanke GFK hätte. Ob es dann vorbeifahrende Autos sind oder nur das Schnarchen vom Nachbarswohnmobil, das man hört ist im Prinzip halt so. Nichts mehr. Ja. Was ist denn das für ein Riesenschrank, wenn ich neugierig sein darf? Hier haben wir einen Kühlschrank. Ah, sehr gut. Okay, der muss nicht unbedingt hervorstechen. Der ist nochmal schön hier, wie man es zu Hause in der Einbauküche hat. Genau, hinter der Holzverkleidung versteckt. Großer Kühlschrank, ja. Verbauen immer die gleichen, sind wir sehr zufrieden. Muss immer ein bisschen auf den Stromverbrauch achten beim Kompressorkühlschrank. Ja, ist so. Aber ich meine, mit so einem Fahrzeug fährst du ja gut autark in der Regel raus. Du hast schön Lithium dabei. Im Normalfall haben wir Lithiumbatterien drin. Sehr viel Solar auf dem Dach. Genau. Ihr berechnet das dann wirklich je zusammen. Nachdem, wie der Kunde das Fahrzeug einsetzen möchte, ob er viel autark steht oder nicht. Ja. Hier haben wir zum Beispiel jetzt unsere neue Küche exklusiv, einfach wirklich jeden Zentimeter an Stauraum ausgenutzt haben. Überall innen liegen die Schubladen. Da sieht man die Qualität, wie das gebaut ist. Ja. Richtig, mit schönen Einteilungen. Sehr schön. Und vor allem hier dann wieder geschmeidig. Mit Softclose. Die ganzen Scharniere, Schubauszüge kommen alle aus dem Küchenbau, einfach um die Stabilität und die Langlebigkeit zu gewährleisten. Wenn ich jetzt als euer Interessent oder später Kunde komme und sage, Mensch du, ich möchte gern gasfrei leben, baut ihr dann eine Dieselheizung ein oder einfach so viel Watt und Elektrizität, dass man zum Beispiel induktiv machen kann oder Gas gibt es ja auch schon als Terran oder ich frage nur, weißt du, das sind halt für mich auch auf der Community oder in der Community die Fragen. Wir haben uns jetzt darauf spezialisiert, das Ganze mit Gas zu machen. Mhm. Es gibt Lösungen bei der Heizung, dass wir einfach sagen, wir bauen nochmal zusätzlich eine kleine Dieselheizung mit ein, dass ich, wenn mir das Gas ausgeht, einfach eine Zeit lang überbrücken kann mit Diesel. Beim Kochen ist das schon gut. Ist das idealste Gas. Wir haben auch schon mit Ceran-Kochfeld gemacht, aber ich brauche wahnsinnig viel Strom. Ja. Und so viel Strom wie ein Ceran-Kochfeld zieht, tut meine Batterien auch nicht gut. Das ist immer genau. Wir empfehlen den meisten einfach, wir bleiben beim Gas. Das Gas bekomme ich auch überall mittlerweile. Ja. Im Prinzip an jeder Tankstelle und das fast weltweit. Ist so. Und da haben wir also auch keinen Problem. Na, alles gut, du weißt, was ich meine, weil du kennst das ja tagtäglich und die Leute fragen. Übrigens, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe die letzte Weihnachtssendung beim Christian Reisch in der Nähe von Schweinfurt bei Aldi gemacht. Du kennst ihn ja, ist ja der Chef da seit vielen Jahren an der Kapazität auf dem Markt. Ich kenne ihn auch seit Jahren gut. Und dann habe ich ihn gefragt, was mich meine ganzen Zuschauer immer fragen. Kannst du mal fragen bei Aldi, wann die Dieselheizung kommt? Und sie kommt.
24 okay. wird sie vorgestellt, sie ist in den letzten Zügen und es wird eine Revolution und dann 25 geht sie auf den Markt. Hast du auch noch nicht gewusst, gell? Nein. Da, ich darf schon offiziell sagen, für viele ist es wichtig, wie auch ja, immer. Nein, man muss flexibel klar, sein. Ist auch dann super, wenn das kommt, ja. Weil einfach immer wieder die Frage kommt, ob man mit Diesel auch heizen kann, aber einfach das alte System super ist. Vor allem, wir haben unsere Fahrzeuge so konzipiert, ja. Dass das mit dem System am besten funktioniert. So ist es. Da kann man nochmal schön ins Bettchen bauen, wenn nur Mitreisende genau, dabei sind. Ein Bett bauen ist jetzt in dem Fall nicht vorgesehen, aber ich kann den Teleskoptisch Tisch absenken. Einbauen. Kommt einfach dann nochmal ein Zusatzpolster mit dazu. Das kennen wir, die Auflagen sind ja schon da. Genau. Alles Tisch, prima. Der Tisch ist absenkbar. Ich habe ja natürlich auch Einsteiger am Kanal, aber viele alte Hasen, Entschuldigung, ist keine Beleidigung. Die Camper, die sich wirklich auskennen und die wollen halt ein bisschen schauen, die können sich das alle gut vorstellen. Ich will ja nur einen Teaser machen, die Leute sollen ja Fragen haben nachher noch. Ich möchte, dass bei euch das Telefon scheppert, du. Aber ich denke mal, ihr könnt es euch nicht beschweren, weil, was für ein Video, wie du da rausschreitest jetzt, das haben wir gut gemacht. Ich habe schon Angst gehabt, ich fahre rückwärts raus. Die Geschichte ist ja die, wenn ich jetzt sowas bestelle, bringt man ja ein bisschen Wartezeit oder das sollte man akzeptieren, weil es ist ja nichts, was man in 3 Monaten macht. Nein, steckt sehr viel Arbeit drin, liegt aber auch daran, dass wir es einfach perfekt bauen möchten und das soll ein Produkt für die Ewigkeit sein, soll lange halten, soll lange Freude bereiten und soll auch auf der ganzen Welt unterwegs sein. Dafür steht ihr, das ist so. Auch wenn wir uns heute erst kennengelernt haben, ich habe es ja eingangs schon gesagt, aber eben diese alten Hasen wieder und Häsinnen, muss man das jetzt sagen? Weiß es nicht. Also liebe Hessinnen, der Topfer ist nichts von gestern. Oder der gestern erst angefangen hat. Das ist bekannt. Kann man hier wählen mit der Außenfarbe oder habt ihr. Die GFK-Kabinen sind komplett mit Fahrzeuglack lackiert. Mhm. Gibt es im Prinzip in allen Farben, die man sich vorstellen kann. Es sollte nur nicht zu dunkel werden. Genau. Einfach um Thermoeffekte. Die thermischen Effekte nicht zu stark werden zu lassen, weil natürlich das der Kabine nicht gut tut. Absolut. Da merkt man bei solchen Fragen, wir kennen uns aus. Und das ist natürlich immer, das wäre meine nächste Frage gewesen, GFK rundum. Richtig, wir haben komplett GFK-Kabine, sprich innen und außen 2 mm GFK, dazwischen Schaum. Und die Kabine ist komplett freistehend. Wir filmen gerade. Das heißt. Grüß Gott, die Herrschaften, bin gleich bei euch. Das heißt, die gut. Kabine steht komplett ohne Möbelbau auch. Sie braucht nicht mal das Fahrgestell, dass sie steht. Das heißt, die ist absolut stabil. Wir haben eine Bodenplatte, wir haben 2 Seitenwände und wir haben im Prinzip eine Platte, die hinten an der Schürze anfängt und ja, komplett oben übers Dach bis unter den Alkoven rein durchgängig ist. Man hat ja gesehen, ihr nehmt echt richtige. Haushaltsbau, ich wollte jetzt nicht sagen, ne? Aber die Rohre und so, das hat halt wirklich das, was man von zu Hause aus gewohnt ist. Richtig. Ich meine, das ist nicht gleich verstopft, das Ding. Das darf man auch ruhig sehen in der Heckgarage. Finde ich gut, weil das ist anders als bei den anderen. Das ist massiv. Und weil wir vorher vom doppelten Boden gesprochen haben, hier im hinteren Teil haben wir die ganzen Tanks verbaut. Mhm. Im mittleren Bereich dann die ganze Elektronik, Batterien, Ladegeräte und so weiter. Aha. Und im vorderen Bereich dann einfach nochmal zusätzlichen Stauraum. Für Getränkekästen. Ja, braucht man unbedingt, das ist so wichtig. Ja, und da von beiden Seiten beladbar. Jo, mein lieber Schieber, da kannst du eine Studentenwohnung draus machen. Für so flache wie mich. Wow, das sind ja weit über 4 Quadratmeter da unten. Ja, das ist natürlich in dem Fall auch der Länge vom Fahrzeug. Ganz klar. Dass wir da einfach ein bisschen mehr haben wie normal. Aber was geht über Stauraum? Noch mehr Stauraum. Oder früher hat man es von den 8-Zylinder gesagt und vom Hubraum und jetzt ja. Geht es um Stauraum. Ich sehe ja gerade Echtglas. Wenn ihr jetzt sagt, bitte, ich möchte Echtglas, baut sich mir da Echtglas ein, ja. Oder? Ja. Gibt es verschiedene Sachen bei uns in der Preisliste. KCT-Fenster, die im Prinzip fast jeder kennt. Wir haben noch die Insolito-Fenster. Ja. Da spitzen wir noch kurz rein. Jetzt haben wir mal einen schönen ersten Eindruck von euch bekommen und das ist ja das, was ich erreichen wollte. Dann kann ich meine Wünsche erfüllen und ich war auch mal in einem, beziehungsweise jetzt dann 2 Topfer drin. Genau, hier einfach nochmal eine andere Grundrissvariante.
Ah ja, fangen wir auch wieder vorne an. Das ist bei euch eigentlich obligatorisch, weil ihr auf das Konzept steht. Alkoven ist hier identisch. Mhm. Wir haben eigentlich immer diesen Längsalkoven mit den zwei angedeuteten Einzelbetten, mit der Stufe und den beiden Kleiderschränken vorne unterm Alkoven. Ah, wichtiges Thema. Es gibt ja, das Toilettenthema ist ja der heiße Scheiß. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber für das wichtigste Thema in der Reisemobilbranche. Sagst du auch, die letzten zwei Jahre unfassbar, oder? Und wird immer mehr. Hat sich komplett verändert wieder. Wir sind irgendwann von der Kassettentoilette zur Zahackertoilette mit Festtank. Die Kassettentoilette stirbt bei uns, bin ich ganz ehrlich, ziemlich aus. Ja. Was jetzt halt immer mehr im Kommen ist, ist die Trockentrenntoilette in ihren vielen verschiedenen Varianten, die es gibt. Also da seid ihr dann im Kundenwunsch. Wir sind da komplett flexibel, was das angeht. Klesana, frage jetzt einmal, weil die Beuteltoilette entwickelt sich gerade. Ich habe das Gefühl, alle reden nur noch von der Klesana, von der Toilette, die das Gakapopo einschweißt. Auch. Jetzt bin ich ganz ehrlich, war bis jetzt noch nie ein Thema bei uns. Ja, okay, ich bin sicher, es kommt noch, weil das ist gar nicht uninteressant. Ja. Macht so kleine Päckchen, schmeißt den Rest mit dem Gutes. Du kennst es ja. Und kommt gut an. Also ich habe es vorgestellt. Und kommen alle Namen, die es im Prinzip auf dem Markt gibt, kommen mal vor. Genau, wie der Kunde das haben will. Das kann bei uns der Kunde entscheiden, weil die Trockentrenntoilette im Prinzip ja außer eine Entlüftung sonst nichts benötigt. Das ist der große Vorteil. Das ist wohl richtig. Ja. Was ist das für eine mega Küchenarbeitsfläche? Du kannst ja für mich, der im Wohnmobil lebt seit 7 Jahren, ja, das könnte man mit so einem Topfer vorstellen. Ich bin aber nicht am Autoschnorren hier. Gell? Ich bin nämlich kein Influencer, ich bin Ex-Fluencer, ich bin aus dem Verein ausgetreten. Okay. Was ist denn der Unterschied? Nee. Der YouTuber arbeitet erst und verdient vielleicht dann ein Geld und der Influencer nimmt erst das Geld und arbeitet dann vielleicht. Kleiner Seitenhieb auf die Branche. Wow, was für eine Weite. Ja, das kannst du halt nur mit einer Hexitzgruppe erfüllen, dieses tolle Raumgefühl. Genau. Boah, einmal muss ich nur nach hinten laufen. Da unten hast du Stauraum drin, oder? Das ist wahrscheinlich ein Schublade. Komplett Stauraum, okay. Genau. Da ist wieder der große Schrank, richtig, wo ich weiß, dass der Kühlschrank ist. Haben wir wieder den Kühlschrank, darunter die Schublade. Schön. Und wieder, wie in den anderen Modellen auch, wirklich jeder Zentimeter, der geht, an Stauraum genutzt. Weil, wenn man lange unterwegs ist, hat man viel dabei. Und man riecht das, was du eingangs gesagt hast, im anderen Fahrzeug, der Duft. Ich habe jetzt halt leider ein bisschen keinen Schnupfen, aber die Messenase, sage ich mal, irgendwann ist die voll. Nicht, weil ich euch voll eine volle Nase wegen euch habe, sondern weil der Staub und alles, was in die Hallen rumfliegt, sich einfach gesundheitlich belastet. Aber da merkt man das Nachhaltige, da merkt man das, was du gesagt hast, dass es nicht lackiert ist. Ist alles geölt. Genau. In dem Fall hier ist es mit einem Naturöl, aber mit weißen Pigmenten, einfach schön, weil wir helles Holz haben. Ja. Wow. Toll. Ich hoffe, wir sehen uns ja wieder. Oder gerne. Den dritten, glaube ich, machen wir beim nächsten Mal, wie auch können immer. Wir heben uns was auf. Wo seid ihr immer? Ihr seid am Caravan-Salon und auf der CMT? Am Caravan-Salon sind wir nicht. Okay. Aktuell sind wir immer nur auf der CMT. Ja, es reicht. Wir haben zu Hause eine kleine Ausstellungshalle. Alles klar. Zu Hause ist, ich weiß es, aber wo? Nicht so weit weg? Liegt im Landkreis Günzburg, in Neuburg an der Kamme. Genau. Kleine Ortschaft. Kennen nicht viele. Aber schön dort, schöne Ecke. Ja. Schaut dort vorbei, meldet euch. Die Domain haben wir ja unten in der Videobeschreibung. Sehr sympathisch, muss ich sagen. Vielen Dank für die Zeit. Und ich denke, ich hoffe, ihr habt nichts falsch gemacht. Auch wenn ich das Wort geilste Shit mal in den Mund so ähnlich genommen habe. Aber es ist halt ein bisschen YouTube und da kann man ruhig immer ein bisschen locker sein. Ich bin echt froh, dass ich mir endlich das anschauen konnte. Mille grazie! Und das in Baden-Württemberg. Ich werde mich bald ausweisen, wenn ihr jetzt nochmal mille grazie sagt. Danke an die Familie und Firma Topfer. Ihr seid ein Familienunternehmen, richtig genau. Durch und durch. Und das ist das wichtigste Schlusswort. Denn manchmal ist es gut, never change the running system or the winning team. In diesem Sinne, tschüss, der Tobi meldet sich wieder.